Willkommen bei Leute heute. Kanye West hat ja lange versucht, Kim Kardashian, mit der er noch verheiratet ist, zurückzuerobern. Das hat nicht geklappt, aber er scheint wieder guter Dinge zu sein. Und der Grund dafür ist Julia. Nicht mal mehr 4 Wochen und Königin Elisabeth wird die erste britische Monarchin sein, die 7 Jahrzehnte lang regiert. Und aus dem gleichen Grund ist auch Kate sehr gefragt, die immer mehr Aufgaben für das Königshaus übernimmt. Am Wochenende ist sie 40 geworden und das ZDF würdigt sie heute Abend um 20.15 Uhr mit einer Doku. Hier schon mal ein paar Eindrücke. Kate trägt auf dem neuen Foto den Verlobungsring von Diana und ihre Ohrringe, aber Diana lebt nicht nur durch den Schmuck an der Herzogin weiter. Es gibt einen neuen Film über sie mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. Mehr dazu in wenigen Sekunden. Schön, dass Sie bei uns sind. Kristen Stewart spielt Prinzessin Diana. Ab Donnerstag bei uns im Kino. In dem Film Spencer geht es um das letzte gemeinsame Weihnachten, das Prinzessin Diana 1991 im Kreis der britischen Königsfamilie verbringt. Es geht um Weihnachten, aber es ist kein Weihnachtsfilm. Und hier kommen mehr Nachrichten von den Stars. Bowie und die Stones. Immer wieder schaffen es berühmte Persönlichkeiten auf Sonderbriefmarken. Zum 60. Bühnenjubiläum werden jetzt die Rolling Stones auf britischen Briefmarken verewigt. Neue Briefmarken gibt es auch mit Königin Margrethe von Dänemark, die dieses Jahr ihr 50-jähriges Thronjubiläum feiert. So sehen sie aus. Das war's von uns. Ich melde mich morgen wieder und freue mich auf Sie. Tschüss.